Was geht ab, Leute? Seid hier. Da mich einige Leute gefragt haben, wie man als Kämpfer in die UFC kommt, dachte ich mir, dass ich ein Video dazu mache. Die UFC ist die Champions League, die prestigeträchtigste Organisation im MMA. Daneben gibt es aber auch noch viele andere Organisationen und viele andere Champions. Ich bin mir überzeugt, dass einige Kämpfer in anderen Organisationen den Champion in der UFC richtig Probleme bereiten können. Beispielsweise könnte ein Demetrius Johnson natürlich wieder gegen Henry Cejudo gewinnen. Ein Mike Chandler könnte es Max Holloway oder Khabib Nurmagomedov ebenfalls sehr schwer machen. Das bedeutet nicht, alle Kämpfer sind automatisch besser als andere MMA-Kämpfer. Es gibt kein Geheimrezept, wie man jetzt definitiv in die UFC kommt. Denn um in die UFC zu kommen, gibt es neben den sportlichen Aspekten auch andere nicht sportliche Faktoren. Natürlich muss man sportlich gesehen überzeugen. Wenn man nicht gerade ein Wrestling-Superstar ist, muss man ein sehr starker Kämpfer sein, um in die UFC zu kommen. Man muss auch, und das finde ich schade, eine sehr gute oder noch besser eine ungeschlagene Bilanz aufweisen. Ich finde es schade, weil wenn man in seiner Vergangenheit ein paar Kämpfe verloren hat und jetzt ein ganz anderer Kämpfer ist, wird man trotzdem immer noch nach seiner Bilanz bewertet. Außerdem müssen UFC-Leute wie Dana White oder die Matchmaker von dir überzeugt sein. Hast du einen spektakulären Kampfstil? Siehst du gut aus? Kannst du am Mikrofon gut reden? Alles Faktoren, die wenig mit dem Können zu tun haben und mehr mit der Frage, ob man dich vermarkten kann. Denn Geld regiert die Welt und es gibt keine Verpflichtung für die UFC, dich zu nehmen, da die UFC eben eine private Firma ist. Auch deine Nationalität spielt eine große Rolle. Vor einigen Jahren wurden zum Beispiel noch gar keine russischen Kämpfer genommen. Jetzt, wo die UFC in Russland beliebter werden will, nimmt die UFC plötzlich viele russische Kämpfer unter Vertrag. Also um in die UFC zu kommen, muss im wahrsten Sinne des Wortes das Gesamtpaket stimmen. Und nicht mal dann. Denn wenn eine Gewichtsklasse überfüllt ist, wie momentan das Welter- oder Leichtgewicht, ist es noch viel schwerer reinzukommen als beispielsweise ins Schwergewicht. Ihr seht, vieles ist Glück und letztlich Business bzw. gutes Verhandlungsgeschick. Eine sportliche Vorgabe gibt es da gar nicht. Im Thumbnail habe ich Abu Asaita, da Abu wahrscheinlich am besten sagen kann, wie schwer es ist, da reinzukommen. Auch wenn Abu ein starker Kämpfer ist und sehr viele Fans hat, ist er sehr lange nicht reingekommen und hat erst im Jahr 2018 sein Debüt in der UFC gegeben. Und ob das nun mit dem sportlichen Aspekt zusammenhängt, das wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video eure Frage beantworten. Ihr seht, ich kann euch darauf keine eindeutige Antwort geben. Was möchtet ihr als nächstes sehen und was hält ihr davon, dass in der UFC öfter mal der geschäftliche Aspekt im Vordergrund steht? Schreibt mir das in die Kommentare. Und damit, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Side.